So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Und wir haben natürlich die römische Zitadelle in der Kyrenaika entdeckt. Und haben genau dort unsere Carpe Diem-Aufgabe. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Diese Zone ist tabu. Nö, nicht für uns. Bayek! Nicht für uns, Bayek, wollte ich sagen. Wir schauen uns das ganz in Ruhe an und nehmen mit, was geht. Oh. Ach, nein, dann los, los! Bayek, ey. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier ist nix. Überhaupt nix. Was für. Oh, 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 oh. Okay. Sie. Bericht von Brutus Severus. Aparte aus Siva. Er ist schon wieder. Sie Ach ja, das Carpe Diem. Immer zusammen jagen. Carpe Diem. Ich würde es ja gerne lesen, aber... Meine Strategie in der Kyrenaika. Flavius verlangt, dass unsere Legion in der Kyrenaika die beste wird, die Rom je gesehen hat. Mein Ehrgeiz lässt nicht zu, dass es anders wird. Deshalb kämpfen die Männer jeden Morgen mit hölzernen Schwertern und Schildern, schwerer als die, die man im Kampf verwendet, um ihre Kraft zu steigern. Dann lassen wir sie in voller Montur und Gepäck 20 Meilen in weniger als 5 Stunden laufen. Die 5500 Männer unter meinem Kommando werden die diszipliniertesten, stärksten und mutigsten. Nur dann werden wir bereit sein für Flavius' großen Plan, Feldherr Agrippa. Ah, Munition ist voll. So. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen nur einen Kommandanten töten, ne? Töte den Hauptmann. Ein. Irgendwelche Leute. Achso, die ich getötet habe. Warte mal. F-Kettenattentat. Schnell. Nein, 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 nein. Sie. Dann warten wir einfach mal. Was macht denn der? Hat er sich gerade vor der Luft erschreckt? Los, Bayek! So. So, Kettenwurf, komm! So. Non muovere!
Na komm. Ah, mal gucken, ob wir den hier verstecken, den eliminieren können. Ja, schön. Bum, 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 bum. So. Da oben haben wir den letzten Schatz, okay. Die Frage, wie kommen wir da hin? Ach, hier hin. Hallo, mein Schatz. Willkommen. Nein, war ja stopp. Yay, Level 45. So. Das ganz schnell mit. Ist es überhaupt noch in unserer Gegend? Ja. Ging so ganz ratzifatzi innerhalb von 7 Minuten, wenn ich überlege, dass wir bei der einen gar nicht so eine halbe Stunde gebraucht haben und eine ganze Folgenlänge. Sind wir wirklich jetzt locker flockig unterwegs. Und wir spielen immer noch auf schwer. Ach, fertig, komm, schau dich nicht so an. Der Spy kriegt das hin. Na komm. Nein, oh Gott, ich brenne. Ich brenne! Hey, was? Du kannst nicht. Ich liebe den Raubtierbogen. Hey! Stirb endlich! Verdammt. Ja, das ist halt einfach so. Bam! Weg mit dir! So, dann haben wir... Ja, hier noch was. Das würde ich auch gleich mitnehmen, weil dann haben wir das einmal rumrum gemacht. Ach, jetzt kann es das. Also ich weiß, ja, egal. Wow. Steinigen Berge. So, haben wir bestimmt wieder einen Schatz, genau. Komm, wie nah soll ich denn noch hier? Da ist der Schatz, okay. Alles klar. Oh, ein Esel. Und Hühner. Tertium, packe den Nunk! Tertium Nunk! Siehste! Lol. Ach so. Geht es in die Richtung weiter?
So, jetzt lasse ich einfach mal hier. Ja, die selber laufen. Lassen. Ja, und dann denke ich mal, werden wir vielleicht doch die erste Januarwoche mit dem Hauptspiel verbringen dürfen. Denke ich mal. Weil ich habe wirklich gedacht, dass wir jetzt relativ schnell fertig werden. Weil es war ja an sich nicht mal so viel, aber dass halt jetzt das so langatmig werden wird, habe ich halt auch nicht mehr gedacht. Geh in die Flammen. Flavius wird deine Verbrechen von... Flavius macht unsere Höfe fruchtbar. Unsere Kinder fett. Sie halten Flavius für ihren Gott. Das ist doch Wahnsinn. Das Feuer des Löwen reinigt dich. Flavius, unser Gott. Ich war in seinen Augen unwürdig. Fühle die sengende Hitze der Vergebung. Für Flavius. Ja, Flavius. Ist Gott. Ja, oh Gott, geht die... Oh Leute, die gehen jetzt wirklich in das Feuer. Wie krank ist das denn? Tja. Ja, nee, lass mich. Genau, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber dann merkt man, wie krank die eigentlich sind. Oder wie... Wie geblendet von dem Edenapfel. Was sind ja alle? Jetzt haben die sich ja alle. Guck mal, wie die es ja alle da vor sich hinbrennen. Das ist so traurig. Das ist so traurig einfach nur. Krank. Wie? Ah. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ich bring dich um. Nee, ich glaube nicht, dass du mich umbringen wirst. Eher andersrum. Jetzt. Nee, euch lasse ich mal lieber da drin. Ich weiß, ihr werdet jetzt verhungern. Aber ihr werdet mich ja gleich angreifen, wenn ich euch befreie. Und darauf habe ich eigentlich nicht so viel Lust dazu. So, da müssen wir hin. Finn und rette die Freiheitskämpferin ab, Harte. Oh Gott. Haben wir doch schon wieder eine Garnison. Hier finden die Kreuzigungen statt. Apathe muss hier irgendwo sein. Sei dankbar, dass dich Brutus Severus nicht zur Festung gebracht hat, zu seinem Vergnügen. Sagt Severus von mir, dass er der beste Schwanzlutscher der Legion ist. Mhm. Alle Wachen sagen das. Wir werden uns euch nicht beugen, ihr Schweinehunde! Nicht in Ägypten und nicht in der Kyrenaika! Du wirst schreien, wenn wir die Nägel reinhämmern. Das tun alle! Tod vor der Niederlage! Der Wille zu kämpfen wird schwinden nach 2 Tagen am Kreuz. Du wirst uns anflehen, dich zu töten. Apathe. Bitte ran, wir es dahin. Für jeden unserer Toten wird es einen Helden in der Duast geben. Populi am Arsch. Ihr seid nur ein paar Unruhestifter aus Siva. Das passiert mit den dreckigen Ratten, wenn... Ach Mann, ich wollte eigentlich zuhören.
Dann eben nicht. Dann spürt mein Schwert in eure Kehle gleiten. So, jetzt helfen wir noch den Zivilisten, weil wir sind ja ganz nett. Gekreuzigt werden. Rick von Siva? Bist du es wirklich? Ach, die Arme. Oh, schaut euch das an. Ist das krank. Vajek, gerettet vom Helden meiner Kindheit? Unglaublich. Es ist so lange her. Wir sollten erst einmal hier verschwinden. Diese Schweinehunde werden Verstärkung schicken. Wir sollten hier nicht bleiben, Vajek. Ich folge euch auf dem Fuße. Wortwörtlich. Ich habe befürchtet, dass du es bist, Apate. Ich ertrug nicht, wie die römische Seuche sich verbreitet. Hast du gehört, was sie in Siva getan haben? Ich sah es. Hast du sie angegriffen? Ja. Der Hauptmann des Presinus-Feldlagers Severus ist ein psychotischer Schlechter. Jeden Tag findet er neue, kranke Arten, unser Volk leiden zu lassen. Und nachts geht er Gott weiß wohin und schmiedet seine Pläne. Wenn Severus lebt, ist der Aufstand nichts als Schall und Rauch. Es waren deine Stärke und Einstellung, die Chemo am liebsten hatte. Damals waren meine Tage mit Freiheit gefüllt. Dein Junge und ich jagten, lachten, lebten. Das ist alles, was ich für meine Kinder will. Dann werde ich den Peiniger töten, Apate. Sieh ihm in die Augen und mach ihm klar, dass er ein Stück Scheiße ist. Ich gebe mir große Freunde Mühe. Zusammen. Wenn du den Außenposten angreifst, schließen wir uns dir an. Oh, schön. Auch sehr schön, dass wir... Finde den Scheißefresser. Ich trommle die übrigen Freiheitskämpfer zusammen. Dass wir jetzt auch ein weiteres Fragezeichen damit abschließen können. So, okay, wir müssen noch ein bisschen weiter. Oh nein, den hab ich jetzt. Ekelhaft. Eisen, oh ja. Das ist natürlich, ja, das ist sehr schön. Los, Bayek, schnell! Schnell ist der sein! So. So. Nein. So, und immer den und dann Kettenwurf. Alle wieder, Chimonami. Süß. Die Legion verliert ihren miesesten Schweinehund. Severus. Ja. Ah nein! Ah, verdammt. Oh. Na gut. Ich hoffe, ja, jeder, der es lesen will,
kann sich sehr gerne, ja, so die Folge pausieren. Ich töte dich! Nein, ich töte dich, mein Freund. Bastard! Hey, hier gibt's. Oh nein! So. Dann haben wir ihn dort noch den. So! Kassi ist jetzt und du kannst dich jetzt um den Löwen kümmern. Wo man die spaziert, als wäre es gerade ihr Wochenmarkteinkauf. Oh, cool, Stoffkristall. Ich freue mich. Und da habe ich den letzten. Und dort habe ich auch den letzten Schatz. Und er kann ruhig hochgehen, weil der stirbt sowieso. Und die armen Kühe, die sind voll schon. Nein, die haben ein Pferd! Nein, die haben. Oh Gott, die haben ein Pferd geklaut. Nicht geklaut, getötet, meine ich. So, tada! Okay. Ich hab euch gerettet. Wenn das der Dank ist, dann soll es so sein. Nicht weg kann. Ja. Was würde ich sagen? Nehmen wir noch den einen Aussichtspunkt mit. Der ist ja noch bei uns. Ja, das ist an der Grenze zur Kyrenaika. Schön. Werden wir die Aufgabe aber erst machen, wenn wir das soweit abgeschlossen haben, weil ich möchte es ungern die Kyrenaika aufdecken, weil ich glaube, das weiß ich wirklich, wenn ich dann sehe, wie viele Fragezeichen wir dort noch haben werden. Okay, hier haben wir ein paar Pyros. Dieser Ort, der Schrein. Er strahlt mit göttlicher Kraft. Ja. Das Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Das fühlen wir aber später dann, Bayek, ne? Wir müssen erstmal hier uns um die anderen Problemchen in der Kyrenaika, nicht in der Kyrenaika, sondern in den Grünbergen kümmern. So. Da würde ich sagen, gehen wir nächsten Folge dieses Stückchen noch in. Oh Gott, hier haben wir noch was. Und dann haben wir hier noch eine Aufgabe, die Freiheit. Nee, oh, hier mal. Oh! Guck mal, hier haben wir. Ach ja, hier haben wir auch noch das Fragezeichen. Och Mensch, ja, okay, wir sind. Wir werden langsam aber sicher fertig, aber ich denke, wir brauchen noch zwei Folgen. Und dann haben wir. Ach ja, hier haben wir auch noch was. Och Mann. Okay, da können wir es hier hin schnell reißen lassen und dorthin. Und dann wieder hier zurück, um den Papyrus einzusammeln. Und natürlich gleich die Aufgabe mitzunehmen. Und Kyrenaika wird hoffentlich nicht allzu sehr vollgeschmissen werden wie die Grünberge. Das habe ich absolut nicht erwartet. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.